Das ist eine Isolationszelle. Die Versuchsperson zieht Hebel, um Nahrung und Wärme zu bekommen. Den Boden kann man unter Strom setzen und es regnet Eiswasser von Zeit zu Zeit auf die Versuchsperson. Ich habe es die Monroe-Zelle genannt. Ja, ja, das klingt interessant. Wie viel soll der Bau denn kosten? Und das Schönste daran, sie ist schon gebaut. Ich muss nur noch ein Baby kaufen, das ich da drin 30 Jahre lang großziehen kann. Was wollen Sie damit beweisen? Ich beweise, dass die Versuchsperson danach sozial unangepasst ist und tiefe Abneigung gegen mich empfinden wird. Hochinteressant.